Warum ist der Nachthimmel schwarz? Gibt es dunkle Materie wirklich? Brauchen wir wirklich eine kosmische Expansion, um die Rotverschiebung im Licht der Sterne zu erklären, die unsere Astronomen beobachten? Diese Fragen richten wir heute an Burkhard Heim. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Vielleicht gab es einen Moment in eurer Kindheit, in dem ihr staunend in den Nachthimmel schautet und euer Vater, Mutter oder Großvater erklärte euch, all diese vielen kleinen Lichter sind ferne Sonnen, um die wiederum ferne Welten kreisen. Und vielleicht sogar Welten wie unsere Erde. Ich war damals ungeheuer enttäuscht, als mir dann erklärt wurde, wie unglaublich weit weg und unerreichbar diese Fernwelten seien. Heute bin ich nicht mehr enttäuscht, wie interstellares Reisen funktioniert, das habe ich nach der Heimtheorie ja in diesem Video erklärt. Dennoch bleibt in der Schwärze des Kosmos ein Rätsel. Warum ist der Nachthimmel nicht von den Abertrilliarden Sternen im Universum taghell erleuchtet? Die Astronomen haben dafür zwei Erklärungen. Erstens, infolge des Urknalls gibt es eine Expansion des Kosmos, sodass sich Objekte im interstellaren Raum von uns wegbewegen. Je weiter entfernt, umso schneller. Und infolge dieser Bewegung ist das von ihnen ausgesendete Licht rot verschoben, sodass es irgendwann aus dem sichtbaren Spektrum verschwindet. Der Wert dieser Rotverschiebung, der Wert dieser Fluchtbewegung lässt sich aus der Rotverschiebung relativ leicht errechnen und ist als Hubble-Konstante bekannt. Er liegt bei etwa 70 km pro Sekunde und Megaparsec. Es gibt allerdings mit diesem Modell und dieser Konstante ein Problem. Sie ist nämlich gar nicht so konstant, wie man gerne hätte, zeigt in verschiedene Richtungen verschiedene Werte und sogar dicht beieinander liegende Galaxien können unter Umständen verschiedene Werte aufweisen. Eine ganze Sammlung solcher Anomalien hat der Astronom Halton Arp aufgestellt, der zeitweise auch Mitarbeiter von Edwin Hubble war. Edwin Hubble, das hat Heim immer wieder in Vorträgen betont, hat selbst diese Expansionsbewegung gar nicht postuliert. Er hat nur gesagt, es sieht so aus, als ob. Erst andere haben diese Theorie der Expansion zum Dogma erhoben und mittlerweile ist sie so stark institutionalisiert und verinnerlicht und wurde so oft im ZDF wiederholt, dass sie kaum mehr kritisierbar ist. Zweitens, es gibt etwas, das dunkle Materie genannt wird und von dem 90 Jahre, nachdem sie zum ersten Mal postuliert wurde, immer noch niemand weiß, worum es sich eigentlich handeln soll. Ihre Existenz würde aber eine gute Erklärung dafür liefern, warum zum Beispiel Galaxien stärker rotieren, als das aufgrund der beobachtbaren Masse verständlich ist, oder Galaxienhaufen einen stärkeren als vorausgesagten Gravitationslinseneffekt haben. Genug der Vorrede, ich möchte hier keinen Vortrag über konventionelle Astronomie halten. Burkhard Heim hat ein ganz anderes Modell vorgeschlagen, in dem die Gravitation ganz ungewöhnliche Eigenschaften hat. Trotzdem muss ich noch vorab sagen, dieser Teil von Heims Theorie ist der spekulativste und am schlechten abgesichertste. Und auch wo ihm wohlgesonnene Fachkollegen haben ihn mehrfach kritisiert. Heim wollte diesen Teil der Theorie immer nochmal überarbeiten, ist in seinem Leben aber nicht mehr dazu gekommen. In der Videobeschreibung verlinke ich euch einen Artikel von Professor Konrad Grüner, mit dem sich jeder beschäftigen sollte, der in das Thema tiefer einsteigen möchte. Trotzdem möchte ich nun Heims Originalgedanken zur Gravitation vorstellen, weil sie zumindest die Richtung zeigen, in die man denken muss, um diese ganzen Widersprüche in der Kosmologie aufzulösen. In dem zweiten Video über die Elementarstruktur der Materie hatte ich über Heims Ansatz gesprochen, die Feldmasse in den Verlauf des Gravitationsfeldes einzubeziehen. Als er diesen Ansatz zu Ende dachte, kam er auf eine ganz erstaunliche Feststellung. Es gibt nämlich eine attraktive Grenze der Gravitation. Das Gravitationsfeld verläuft von seiner unteren Grenzdistanz, klein r0, über deren Existenz habe ich auch in jedem vorgenannten Video gesprochen, bis zu einer Grenzdistanz rho. Bis zu dieser Distanz wirkt das Gravitationsfeld anziehend. Was liegt in dieser Größenordnung? Heim sah die Existenz dieser Grenzdistanz als die Ursache dafür an, dass es offenbar keine größeren Galaxienhaufen gibt als eine Größenordnung von, er hat einen Zahlenwert ausgerechnet, von 46 Megaparsec oder etwa 150 Millionen Lichtjahren. Schauen wir uns diese Kurve an
oder diese Grafik. Auf der Y-Achse ist eine Wahrscheinlichkeit aufgetragen, ob eine Galaxie einen Nachbarn hat, in Abhängigkeit auf der X-Achse von der Entfernung oder von einem Umkreis. Ein Wert von 1 bedeutet eine rein zufällige Verteilung. Und siehe da, in etwa in dem Bereich, den Heim vorausgesagt hat, beginnt hier eine rein zufällige Verteilung, während in kleineren Distanzen offenbar eine Ordnung vorhanden ist. Diese Kurve würde Heims Voraussage stützen, allerdings muss man einräumen, mittlerweile wurden zwei deutlich größere Galaxienhaufen in sehr großer Entfernung entdeckt, womit diese Theorie eigentlich zumindest zum Teil widerlegt ist. Schauen wir uns trotzdem die Kurve seines Gravitationsfeldesverlaufes weiter an. Bei der Grenzdistanz Rho geht also die Gravitationskraft durch Null und wird dann abstoßend. Bis zu einer Polstelle bei Groß R0, wo die Abstoßungskraft gegen unendlich geht. Groß R0 kann man deswegen als obere Grenze der Gravitationsfeldwirkung auffassen. Das Gravitationsfeld hat also über die überwiegende Distanz, die es wirkt, eine abstoßende Wirkung. Heim errechnete diese obere Grenzdistanz mit etwa 15 Milliarden Lichtjahren. Das entspricht aber laut Lehrbuch dem Durchmesser des Universums. Jetzt müssen wir das aber anders deuten. Was geschieht mit einem Lichtstrahl, der aus einer solchen Distanz kommt? Nun, er muss gewissermaßen den Hang hinauflaufen, also gegen eine abstoßende Gravitationswirkung arbeiten. Und dabei erfährt er eine Dispersion, das heißt eine Energieabschwächung. Und das bedeutet nichts anderes als eine Rotverschiebung. Heim nannte das gravitative Lichtalterung. Da an jedem Punkt des Raumes so eine Kraftwirkung ferner Objekte vorhanden ist, kann man auch von Objekten von Licht, das von einer geringeren Distanz als Rho emittiert wird, eine Rotverschiebung beobachten. Man muss hier wirklich sehr vorsichtig sein. Heims Modell klingt zwar bestechend, ist aber, wie gesagt, teilweise widerlegt und enthält nachweislich Fehler. Es ist aber ein Beispiel für die vielen anderen guten Ansätze da draußen, die eine Kosmologie ohne Urknall und ohne kosmische Expansion erklären können und liefert einen Hinweis darauf, in welche Richtung man denken sollte. Heims Universum ähnelt in seiner Natur relativ stark dem Steady-State-Modell von Hoyle und Nalika. Heim hat auch mit dem Astronomen Fritz Zwicky über seine Studien korrespondiert. Zwicky war derjenige, der als erster die dunkle Materie postuliert hat in den 1930er Jahren. Auch Zwicky war der Ansicht, dass es eine Art Dispersionseffekt geben müsste, der die Rotverschiebung erklärt, und auch er war sehr skeptisch gegenüber der Theorie der kosmischen Expansion. Wenn nun ein Lichtstrahl aus dieser Grenzdistanz groß R0 kommt, dann geht die Dispersion quasi gegen unendlich und das Licht ist schlichtweg, wenn es bei uns angekommen ist, nicht mehr da. Diese Grenzdistanz ist deshalb als Radius des optisch wahrnehmbaren Universums aufzufassen, aber nicht mehr, wie laut Lehrbuch, der Radius des Universums an sich. Über den tatsächlichen Radius des Kosmos können wir nur aufgrund von astronomischen Beobachtungen jetzt überhaupt keine Aussagen mehr machen. Heim hat natürlich trotzdem Aussagen darüber gemacht, die habe ich euch in dem Video über die Entstehung des Kosmos erklärt. Jetzt habe ich nur von Licht gesprochen. Was ist aber mit Materie? Heim ging davon aus, dass sich dieser Abstoßungseffekt tatsächlich nur auf Licht auswirkt. Das heißt auf B-Hermetrieformen. Warum? Das liegt zum gegenwärtigen Stand der Heimforschung leider im Dunkeln. Ich habe die Hoffnung, dass eine zukünftige Aufarbeitung und Weiterführung seiner Gedanken diesen Sachverhalt noch erhellen wird. Wenn man nun von der Erde aufbrechen und zu den fernsten beobachtbaren Objekten im Raum reisen würde, dann würde hinter einem die Erde gerade noch im allerfernsten Radiospektrum sichtbar sein. Vor sich würde man aber nicht etwa den Bretterzaun sehen, mit dem die Welt zugenagelt ist, das waren Heims Originalworte, sondern ein neues Universum. Und wenn man es dann betritt, würde die Heimat hinter einem in absoluter Dunkelheit verschwinden. Wenn ihr das Video über den Anfang des Kosmos gesehen habt, dann wisst ihr, in welcher ungeheuren Größenordnung
die kosmischen Maßstäbe tatsächlich liegen, verglichen mit den paar unbedeutenden Milliarden Lichtjahren, die wir im Radiospektrum beobachten können. Versucht euch einmal vorzustellen, wie viele Galaxien, Sterne, Welten und Zivilisationen in so einem Universum existieren. Noch eine Anmerkung für alle, die in dem vorgenannten Video aufgepasst haben. Ich hatte ja berichtet, dass sich der Raum durchaus in der Zeit ausdehnt, nämlich weil sich die Metronen teilen. Heim hat dazu ausgerechnet allerdings, dass die Rotverschiebung infolge dieser Expansion so viele Größenordnungen unterhalb jeder Messbarkeitsschranke liegt, dass sie nie im Leben des Universums für eine Rotverschiebung verantwortlich gemacht werden könnte. Das waren also Heims kühne Gedanken zur Kosmologie. Und wenn ihr mal wieder hört, neben allen anderen Krisen gibt es auch eine Krise der Kosmologie, weil unsere Astronomen sich ständig in Widersprüche verstricken oder ihre Ansätze in der Sackgasse enden. Mit einer Weiterführung von Heims Gedanken ließe sich diese Krise relativ leicht lösen. In 6 Dimensionen und in Farbe.